Ich grüße euch alle herzlich zurück hier bei Kingdoms of Amalur Reckoning auf dem Weg zu unserem guten Schlosser, denn der Kommt muss... raus! Wir wissen, dass ihr hier irgendwo seid! Ich frag mich gerade, was wohl passiert, wenn wir jetzt einfach mal... Was ist das denn? Ach, das ist ein Zepter, darf ja nicht wahr sein. Blutnadeln, 52 Schaden. Die Dolche, deren Name ein Wortspiel mit Hutnadel ist, waren in der eleganten Frisur der legendären Doc Alpha-Diebin Moed Syri verborgen. Was hatte die denn für Haare? Ferox. Das ist ein Schwert. Ich dachte, das wäre ein Zauberstab. Gnadenlose Sturmrufer. Nee, aber was ich versuchen wollte, ist das hier. Das hat nicht so gut funktioniert. Ihr gehört mir. Glaube ich weniger, mein Freund. Aua. Nimm das. Und das. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Sind Sie fort? Hallo? Mit dem Schlosser reden. Okay, das war's hier wohl schon. Ich will beide haben, meine Güte. Ja, lieber Schlosser, warte mal eben, ich komme gleich. Azurithelm. Können wir theoretisch direkt zu Schrott verarbeiten, hört sich direkt so böse an. Der hat aber ein großes Labor hier unten. Gemäßigte Gamaschen, gemäßigt, denke ich direkt an unsere gemäßigte Klimazone hier. Diese blöde Ecke da. Schickes Labor, auf jeden Fall. Ach. Den Göttern sei Dank, sie sind fort. Ein Gnom, war ja irgendwie schon klar. So. Grüß dich, Teefreu. Nun, ich muss euch wohl danken. Euch und meinem raffinierten Versteck. Ich habe keine Ahnung, hinter was diese Flegel her waren. Sie haben ständig nur irgendwas von die Kriegsgeweihten und Töten gebrüllt. Doch sagt mir, was kann ich tun, um mich bei euch zu bedanken? Wie wäre es vielleicht mit einer kleinen Lektion in der Kunst der Schlösser? Oh, gerne. Erzählt mir etwas über eure Schlosserei. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen, Kriegsgeweihter. Und aus diesem Grund bin ich mit Freuden bereit, mein beträchtliches Wissen über die Kunst der Schlösser mit euch zu teilen. Dankeschön. Ja, dann erzählt mir etwas über diese Rüpel. Dreckige Rüpel und Narren! Mir war klar, dass sie Blut sehen wollten. Also habe ich mich in mein Versteck geflüchtet. Und nicht eine Sekunde zu früh. Euer Versteck? Eine der besten Ideen, die ich je hatte. Ich habe es genau für Momente wie diesen gebaut. Mhm. Ausbildung. Kostet 15.000, wir haben sowieso genug Geld. Dauerhaft verbessert. Wer auch immer diese Rüpel waren, ich bin froh, dass ich sie los bin. Das glaube ich dir. Okay, weiter ausbilden können wir es nicht. Gut. Ja, was wisst ihr über diesen Schlüssel? Damit ist der Schlüssel gemeint, mit dem wir die Helmgrad-Schatzkammer öffnen konnten. Was? Wollt ihr da behaupten, er funktioniere nicht? Das ist einer meiner besten Arbeiten. Ich habe dieses uralte Wunderwerk perfekt nachgebildet. Ich hatte dieser Schildverpflichteten, ihr Name war Fenan, versprochen. Ich hatte ihr versprochen, dass... Sie hatte doch sicherlich die Erlaubnis dafür, oder? Sie hat mir geschworen... Oh, ich verstehe. Ja, dieser Schlüssel. Das Original? Ein wahres Meisterwerk der alten Kunst. Zweifelsohne das gemeinsame Werk der Handwerker, der Kriegsgeweihten und der Koryphäen der Scholia Arcana. Mhm. Also habt ihr diesen Schlüssel kopiert? Für eine Kriegsgeweihte? Ja, für die schildverpflichtete Fenan.
Wenn ihr euch nun bitte entfernen könntet. Ich muss dieses Chaos beseitigen. Ja, mach du mal. Ah ja, das ist ja interessant. Also wohl doch unsere gute Schildverpflichtete. Das ist natürlich eine interessante Wende jetzt in der Geschichte hier. So, lade. Ich muss uns natürlich überlegen, sollen wir zur Helmgradfeste oder sollen wir zuallererst zum Burrengewölbe? Ich würde glatt auf die Helmgradfeste tendieren. Zur Helmgradfeste tendieren. Denn hier müssen wir sowieso noch eine andere Aufgabe abgeben. Dann können wir zwei Fliegen klapp mit einer Klapse schlagen. Ach, unser guter Anführer ist nicht mal hier. Ja. Wo ist denn? Hier hinten. Okay. Polieren die gerade alle oder was? Gestohlene Artefakte. Ich will, dass sie für eine Generalinspektion bereit sind. Hallo? Wie würde es Grian ausdrücken? Ihr seid hier in dieser Feste aufgenommen. Dankeschön. Ich habe den Ehering. Der Auftrag in der verlassenen Ebene? Man muss schon ziemlich speziell sein, um einen Ring aus einem derartigen Grab zu ziehen. Hier ist euer Geld. Sekunde. Habt ihr euch auch die Hände gewaschen? Nein, hab ich nicht. Also gut. So, hallo Grian Shane. Die Schlosserin und die schildverpflichtete Fenan, sagt ihr? Sie hat also meinen Schlüssel gestohlen, ein Duplikat angefertigt und es dann dem Feind ausgehändigt. Wir müssen sie unverzüglich zur Rede stellen. Moment, ich muss mal eben Platz schaffen. Kann nicht mehr lange dauern. Boah, alles seltene Waffen. Boah. Wie viele Gemmeln man da einsetzen kann, ist der Wahnsinn. So. Andri, ergreift sie. Die schildverpflichtete Fenan ist jetzt in einer Zelle. Geht zu ihr. Findet heraus, ob sie bereit ist zu reden. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Das müssen wir. Ja, etwas Neues übers Herz von Sibun. Was mich beunruhigt, ist die Frage, ob sonst noch etwas gestohlen wurde. Es ist ja nicht so, als hätte ich ein Bestandsverzeichnis der Dinge da unten. Gut wär's aber. Ja, dann erzählt mir mal etwas über euren tollen Schatzkammerschlüssel, der gestohlen und dupliziert wurde. Ich hätte das verdammte Ding um den Hals tragen sollen. Oder Wachen vor meinen Räumlichkeiten postieren. Aber ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren könnte. Tja, da sieht man mal wieder. Da vertraut man mal den falschen Personen. Moment, Leute, wie lange ist das hier eigentlich haltbar? So leckere Schokodrops in meinem Zimmer rumstehen. Bitte hier öffnen. Ja. Wo steht denn hier die... 30.06.2015, das ist ja noch, Gott, das ist ja noch über 5 Monate. Ja, etwas über Gwyn Anvi. Es ist wohl kaum gerecht, sie dafür verantwortlich zu machen, wenn mein eigener Schlüssel gestohlen wurde. Am besten vergessen wir das alles einfach. Also war sie unschuldig, ja. Dann soll ich also jetzt Livia verhören. Ja, in der Tat, die Aufgabe gehört euch. Danke. Ich denke, sie wird uns erzählen, was sie weiß. Das ist wohl ein Zweihänder. Eidklinge, Gorwins Gruppe fand diese Klinge aber nicht. Seine Leiche, nachdem sie in den Anfangstagen des Kristallkriegs bei der Verteidigung von Rathir überrannt worden war. Um Gottes Willen. Nee, das ist mir zu schwer. Primär ist natürlich, unsere Kaltspitze. Ich meine, ein Stab der Feien, wie cool ist das bitte? Gut, wir wollen mal eben hier unten einen kleinen Dialog führen. Enttäuscht den alten Shane und ihr endet wie mir. Erstmal hier, unsere gute Gwyn ist somit frei.
Ich wusste, ihr würdet die Wahrheit herausfinden. Trotzdem tut mir Livia leid. Sie hatten wohl einfach ihre Schwachstelle gefunden. Grian wird mich bald hier rauslassen. Vielleicht entschuldigt er sich ja sogar. Naja, die Wörter, vergessen wir das, hört sich nicht nach Entschuldigen an. Ja, was wisst ihr denn über die Phalangi-Magier? Dieser Name, den die Magier benutzt haben, erinnert mich an etwas. Ah, ja genau. Phalang war vor langer Zeit ein Feind Eagons. Mhm. Und wer ist Phalang? Ich kenne seinen Namen nur als den eines Feindes von Eagon, Eamons Sohn. Und ich weiß viel über die Geschichte. Dann erzähl das doch bitte. Ja, was Neues über deinen guten Kastellan? Er ist ein blonder, lächelnder Narr. Sonnenhelm. Ich sollte wohl hoffen, dass er hieraus etwas gelernt hat. Aber dafür kenne ich ihn viel zu gut. Ah ja, und die Schuldige, Livia Fenan. Das arme Mädchen. Der Krieg hat schon Stärkere zur Verzweiflung getrieben. Ihre Bestrafung wird hart, aber gerecht sein. Vermutlich kann sie sich selbst am wenigsten verzeihen. Ja, das ist aber auch richtig so. Die Dinge sind hier schließlich nicht umsonst weggeschlossen. Da ist also die gute Schuldige. Ich werde alles gestehen. Ich bin bereit. Ah ja. Ich weiß, dass ich all den Tod, den ich verursacht habe, niemals wieder gut machen kann. Aber ich werde es versuchen. Ich habe den Schlüssel gestohlen und ein Duplikat anfertigen lassen. Ich gab ihm... Er hat geschworen, er würde für die Alpha-Armee arbeiten und dass dies den Krieg beenden könnte. Das hat wohl nicht funktioniert. Den Krieg beenden? Wirklich? Ich wusste, dass sie mächtige Gegenstände aus dieser Schatzkammer stehlen. Aber er sagte, die Kriegsgeweihten wollten sie nicht in den Krieg gegen die Feinde einsetzen, damit wir weiter dafür bezahlt werden, dass wir kämpfen. Mhm. Wem habt ihr den Schlüssel gegeben? Einem Mann namens Elvin Meroch. Ich kannte ihn aus, aber das spielt keine Rolle. Er sagte, er sei Soldat in Tyvilli. Allerdings haben wir uns immer ziemlich weit südlich der Kaserne getroffen. In der Nähe des Weges, der in die Marschen führt. Okay. Also nochmal kurz über den Schatzkammerschlüssel. Den Schlüssel zu stehlen war der schwierigste Teil. Ich war mir sicher, Grian würde jeden Moment zurückkommen und sein Fehlen bemerken. Aber sobald das Original wieder an seinem Platz und das Duplikat in meinem Besitz war, war alles weitere ein Kinderspiel. Niemand hätte je die stille kleine Livia verdächtigt. Das stimmt wirklich, ja. Dann erzählt mir mal etwas über euren Kastellan, der scheinbar nicht so aufmerksam ist. Grian war mein Mentor, mein Held. Und ich habe ihn verraten. Ja, das hast du. Ja, und die Phalangi-Magier, die mich fast getötet hätten. So haben sich die Magier in der Halle der Briganten genannt? Ich habe das Wort noch nie zuvor gehört. Ja, und Elbin Merosch. Ich kannte Elbin aus einer Zeit vor den Kriegsgeweihten. Als er zum ersten Mal an mich herangetreten ist, wollte ich nicht einmal mit ihm reden. Aber er hat nicht aufgegeben. Er hat mir Lügen erzählt und mir Hoffnungen auf ein Ende des Krieges gemacht. Oh, wie ich diesen Krieg hasse. Den Krieg, ja? Meine Schwester, mein Bruder. Sie alle haben in Chlorikon gekämpft und sind gestorben. Ich dachte, ich würde mithelfen, das alles zu beenden. Doch stattdessen sind durch meine Taten Niskaru nach Dalentat gekommen. Oh, was habe ich nur getan? Das frage ich mich auch. Ja, wo finde ich Merosch? In der Armee, genau wie ich sagte. Der einzige Ort, an dem ich ihn je gesehen habe, war bei seinen Freunden. An der Grenze zwischen Tyvilli und Akata. Oh Mann. Mit Grian Chain reden. Tyvilli-Ebene. Oh Mann. Die Marschen? Wo sind denn die Marschen? Marschen. Keine Ahnung. Oh Mann, ich glaube, das wird noch eine lange, lange Aufgabe. Angesichts dieser Entwicklungen werdet ihr diesen Meroch aufspüren müssen. Quetscht so viel aus ihm heraus, wie ihr könnt. Für Grün habe ich einen anderen Auftrag. Trefft euch mit ihr in Rathir, sobald ihr fertig seid. Okay. Grün ist also wieder frei, ja? Als erstes werde ich sie damit beauftragen, sich um diese Schatzkammer zu kümmern. Es wird höchste Zeit, dass sie mal aufgeräumt und katalogisiert wird. Anschließend
Diese Magier nennen sich selbst Falangi, richtig? Ich wüsste zu gerne, ob es irgendwelche Hinweise auf diesen Namen gibt. Immerhin arbeiten die wieder. Ja, und Livia, die euch als Mentor gesehen hat, hat euch also verraten. Habt ihr den Ausdruck auf ihrem Gesicht gesehen, als wir sie festgenommen haben? Schwer zu sagen, ob es Angst oder eher Erleichterung war. Oder beides. Ja, was soll ich jetzt genau machen? Folgt der Spur, Kriegsgewalter. Irgendjemand hat ein Duplikat des Schlüssels anfertigen lassen. Und wer weiß, wie viele Artefakte aus unserer Schatzkammer gestohlen. Tut alles, was ihr könnt, um sie zu finden. Und trefft euch dann in Rat hier, mit Green. Okay. Für die Armee? Eine Hilfe im Krieg? Bei den Göttern. Naja. Ach, okay. Das heißt, die Aufgabe machen wir dann später weiter. Wir wollen... Es wurde aus der Schatzkammer geschickt. Nicht nur eines, meine Liebe. Das heißt, wir verlassen erstmal wieder hier die gute Helmgradfest. Das heißt, die Aufgabe rund um die Kriegsgeweihten werden wir später weiterverfolgen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es gibt echt viele Aufgaben in diesem Spiel. Der helle Wahnsinn. So, ja, nee, erstmal nicht, würde ich sagen. Tirins Geheimnis, das hört sich doch schon deutlich besser an, denn das ist auch gar nicht so weit weg. Genau, im Burengewölbe. Reisen wir mal dahin, weil wir so fröhlich, glücklich und zufrieden sind. So. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle einen Schnitt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Kingdoms of Amalur: Reckoning. Es macht unglaublich viel Spaß, Leute. Es geht bald weiter und ich freue mich drauf, hier auf der Suche nach dem Geheimnis dieses scheinbar so perfekten Dorfes. Und ich meine, eine unsterbliche Kreatur, das kann ja nur ein Pfeil sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Amalur: Reckoning, von dem es leider... oder wahrscheinlich niemals einen zweiten Teil geben wird. Sehr traurig übrigens, dass Big Huge Games damals, sich aufgelöst hat. Trotzdem sage ich vielen Dank, wir haben ja dieses Spiel hier und werden es auch zu Genüge spielen. Es wartet natürlich noch eine Unmenge auf uns. Ja, das kann man durchaus so sagen. Nein. Aber wir haben schon viel geschafft und viel gesehen. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Leute. Das reicht jetzt. Tschüss.